Ja, also der Erbauer hat's. Der Erbauer, also der Inselmeister, das ist der hier oben, hat Golems und Sklaven benutzt, um diese Pyramide zu bauen. Und hatte da Aufseher und die hat er dann danach, nachdem das Ding gebaut war, abgemurkst. Das ist wohl der Betrug, der gemeint ist. So. Und das hier ist Ankunft. Ein Huntsman Cloak. Davon tragt ihr schon. Du könntest einen gebrauchen. Also, ja. Die Diener sind also mit dem Schiff auf der Insel gelandet und der Bauer. Ich bin nicht bei Dragon Age. Der Inselmeister hat sich zu ihrem Herrscher gemacht. Okay. So, nächste Frage. Ich kann hier einfach was drauflegen. Ohne Probleme. Okay. Hier ist aber nicht viel drin, außer ein bisschen Munition. Oh. Dark Bolt requires concentration und tut den Gegner in magische Dunkelheit hüllen. Okay. Dann machen wir hier mal auf. Gucken mal kurz, was es hier gibt, bevor ich in die Teleporter mich reintraue. Gear Neckleck. Health Energy. Du hast eins, was dir zwei Willpower gibt. Ja, nimm lieber mal das, würde ich sagen. Und eine Potion. Energy Potion. Kannst du gleich trinken. Sonst war hier nichts drin. Okay. Die Teleporter machen nichts. Brosse Blaze, Brace. Critical Chance, aber Schock. Okay, die Teleporter machen wirklich nichts. Außer, dass ich mich jetzt gleich selber treffe, wenn ich nicht aufpasse. Wow. Okay. Ich habe mir gerade eine eigene Falle gebaut. Auch nett. Das heißt, ich brauche hier zwei Schlüssel. Einen habe ich schon mal. Es passiert aber nichts. Hier ist auch nichts. Okay, da muss ich wirklich noch mal in den anderen Raum. Ah, das wird lustig werden. Zum Glück kann ich hier mal kurz abkürzen. So, mich einfach wieder hier hochbringen lassen. Das heißt, ich muss hier drüben hin. Und bei der Gelegenheit speichere ich auch gleich nochmal, weil das lief mir da oben ein bisschen zu glatt irgendwie. Ich meine, gar keine Gegner, nur irgendeine Teleportschleuse. 103. War schon etwas seltsam. Das heißt, wir haben wirklich nur noch. Nein, nicht hier. Sondern hier. Hier müssen wir irgendwas opfern.
Essen. Okay, Essen nimmt er schon mal. Also jedenfalls, das nimmt Essen. Oder ist das irgendwie so ein komisches Rätsel? Nein, das ist schon mal richtig. Ja, das ist gut. Das ist soweit ganz gut. Jetzt fällt das alles zu. Hier unten ist nur der 5x5 Raum. Okay. Ja, nee, wenn ich dich hier runternehme, was passiert dann? Okay, dann geht nur... Ja, so geht das nicht. Dann geht nur das dazu. Dann falle ich nicht hier runter aus Versehen. So, sondern geht das zu. Und ich kann hier weiter. Okay, das war wirklich Essen opfern. Oh, hi Jungs. Na, mit euch habe ich keine Probleme. So, zwei von euch sind schon mal tot. Stirb. Warum verfehle ich dich immer so? Also entweder sind die Jungs hier immun gegen Einfrierung oder mein Frostzauber klappt nicht so toll, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, sie laufen weg wie die Feiglinge. Und du verfehlst. Die kriechen tatsächlich in ihr Grab zurück, aus dem sie gestiegen sind. So, du trink mal wieder was und dann wechselst du auf deine Knarre. Ja, ganz ehrlich, die sind nicht wirklich bedrohlich. So. Was könnte ich denn hier noch raustun, dass ich noch den Power Gem unterbringen kann? So. Ich muss dringend mal wieder einen Sack finden. So, ich habe so aber so das Gefühl, dass wenn ich hier den Schlüssel rausnehme, auf beiden Seiten was aufgeht. Gut, ist was aufgegangen, ist aber halb so wild. Wow, du schon. Au. Ja, du kannst doch garstiger sein als gedacht. Vor allem, wenn ich dich kaum treffe. So. Ja, mit der Knarre getötet. Wow. Das scheint irgendwie eine Nahkampffähigkeit von dir zu sein. Au. Lebenspunkte für sie wären nicht schlecht. So, oder so. Kurz rasten. Nahrungsmittel haben wir ja genug. Die nehmen wir nachher einfach wieder mit. So. Dann gucken wir mal kurz, ob sie was Wertvolles bewacht haben. Stimmt eigentlich, das ist das, ein Pearl-Schild brauchen wir nicht, aber das ist ein Meteorit, das Meteoritenschild. Also tauscht ihr beiden mal, dann hast du wahrscheinlich einiges weniger an
Energie. Macht aber nicht so viel aus. Und das Pearl-Schild, das können wir einfach mal mitnehmen. Oh, leere Fackelhalterung. Oder habe ich die selber leer gemacht gehabt? Ah, ich glaube, die habe ich selber leer gemacht. Da liegt nämlich noch die Fackel dazu, die passende. So, du kriegst Brot. Zauber, für den Zauber hast du leider keinen Platz mehr. Noch mehr Essen. Wer hat noch ein bisschen Hunger? Sie. Und das letzte Stück Essen. So. Dann heißt es jetzt wieder nach da oben. Kommen. Au. Wer hat dich denn ausgeladen? Also wo kommst du her, wollte ich wissen. Wow. Voll daneben. Essen. Bloß gut, dass sie diesen Armreif, diese Heizkette hat. Die Belastung verbessert. So. Hier sehe ich nirgendwo, dass was aufgegangen ist. So, deswegen speichern wir hier einfach mal nochmal. LP 104. Ich habe bald schon wieder keine Save-Dinger mehr. So. Dumm. Da lang. Ich hoffe, jetzt kommen keine bösen Überraschungen mehr. Ich hoffe wahrscheinlich falsch. Dumm. So, Licht geht aus. Machen wir einfach mal ein neues. So. Eiszauber und dann geht's hoch. Hier ist nichts mehr passiert. Ich habe ja so das böse Gefühl, dass es gleich einen Bossfight oder so geben wird. Nein, es geht einfach ein Teleporter auf, wo Mumien rauskommen. Ein paar Mumien. Naja, gut, solange es nur Mumien sind. Lassen wir sie mal kommen. Oh. Ihr könnt doch etwas härter zuschlagen. So. Wow, das war mein Schlaghagel. Okay, Schlaghagel war das nicht. Schlaghagel ist ja das, was er macht. Genau das da ist ein Schlaghagel. So, nächste Kompanie. Bitte. Mana-Trank. Wir haben so dermaßen viele Mana-Kräuter. Ich kann die verschwenden. So. Seid ihr die letzte Gruppe oder kommt da noch eine böse Überraschung? Das ist eigentlich lächerlich schon fast. Ich bleibe einfach hier stehen und die machen kaum Damage. Oh, hier ist noch eine Gruppe. Sind zwar nur noch zwei. So, trink den letzten Trank. So. Ja. Bevor wir weitergehen, machst du dir neue Mana-Tränke. Mana-Trank. 5 Stück dürften reichen.
So. Sphäre